Ja, wo sind denn die Kinder? Da kommen nachher Fragen, gerade bei den Kindern. Mama, was war das? Fragt Papa, der weiß das. Ja, man hat mich hierher geholt und gleich zu Beginn mich hier rausgejagt. Und die Leute sagen immer, sag mal, warum bist du so unter der Gürtellinie? Ich bin ganz ehrlich, das wollen die gleich abhaken. Ich bin gerne unter der Gürtellinie und da gerne hinten. Ich lebe nach dem Motto, Homosexualität ist das stetige Vorankommen durch hinten Ansetzen des eigenen Vorteils. Nach dem Motto, erwarmen, lass die Arbeit ruhen, wir warten auf den Afternoon und damit bin ich im Trend. Das ist ein Trend, jeder Politiker heutzutage ist schwul, außer Westerwelle, dann sähe der ja besser aus. Das ist, ja, ich meine, das sind keine Pickel, das sind Glassplitter im Trockenpuder, aber es ist natürlich kein Wunder, dass alle schwul werden, wenn man sich die Merkel anguckt, nicht? Das, ja, ich meine, ich möchte auch nicht neben der aufwachen. Man überlegt, man wird morgens so, oh Gottes Willen, dann sucht man das Laken nach benutzten Gummis ab, in der Hoffnung, hoffentlich habe ich nur mit der gesprochen. Es ist nicht einfach. Und wo wir vorhin das Thema Ole von Beust hatten, Ole von Beust, nicht, ist jetzt zurückgetreten, Gott sei Dank, die Knochenlotte. Nicht, also da haben wir Hamburger endlich mal einen schwulen Bürgermeister und dann so einen hässlichen. Und in Hamburg tauft man ja Schiffe und der Brauch sagt, die Frau des Bürgermeisters schmeißt eine Flasche gegen das Schiff. Ich habe ewig nach dem polnischen Stricher von Ole gesucht, aber der war mit Wovereit auf Sylt. Naja, ich meine, wenn ich ich mir aussuchen könnte, würde ich auch Wovi nehmen, ne? Vor allem beim Sex, die Dicken sind gemütlich, reinstecken, anschubsen, bis der ausgewackelt ist, bin ich auch fertig. Das ist ja das Ding. Ja. Viele Menschen finden diese Dinge, die ich dann so erzähle, hart. Aber das sind die, die morgens aufwachen und denken, scheiße. Also bei mir ist das anders. Ich habe immer Spaß. Du stehst an der Ampel, hast deinen Wagen abgewürgt und hinter dir hupt einer. Das hilft auch. Ich laufe jetzt immer nach hinten und sage, ich habe ein Problem mit meinem Auto. Würden Sie das für mich lösen? Ich setze mich dann in ihrs und hup so lange weiter. Und ja, ist doch wahr. Ich sage, mit einem Furz kannst du die Welt verändern. Wenn mir einer in der U-Bahn gegenüber sitzt, den ich leiden kann, lasse ich einen krachen. Und wenn er grün ist im Gesicht und irgendwann sagt, wie können Sie vor mir furzen, sage ich, Entschuldigung, ich wusste ja nicht, dass Sie jetzt an der Reihe sind. Man muss also wissen, was man macht. Das hilft immer. Ja, die Welt ist doch verrückt. Die Leute sagen immer, ich bin schräg, so schräg wie das Leben ist, kann ich gar nicht werden. Das neueste Verhütungsmittel für den Mann, man lässt sich jetzt den Samenleiter übers Ohr legen, dann hörst du, wenn es kommt. Ja, da gibt es immer Frauen, es wird ja auch viel diskutiert. Was machen wir denn dann? Das weiß ich doch nicht. Schlucken Sie doch eine Gabel, dann haben Sie ein Gitter vorm Loch, jedem das seine. Die Welt ist verrückt. Ja, und das Beste ist, man macht sich einen Spaß aus dieser Welt. Echt, das ist das Beste. Rauchverbot, alles, was aus Amerika kommt, das machen wir doofen Deutschen danach. Nicht? Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, da ist es gelungen, in einem Fall aus einem armen, schwarzen Jungen eine reiche, weiße Frau zu machen. Michael Jackson, nicht? Also, obwohl hat sich auch erledigt, man soll nur Gutes über Tote reden, er ist tot. Gut, steht jetzt ja auch nicht wieder auf. Ja, alles, was aus Amerika kommt, ist gut. Germany's next top model. Nicht? Wir haben Heidi Klum weggejagt, jetzt holen wir die wieder. Diese bulimischen Giraffen, die über diesen Laufsteg stakeln. Wer möchte solche schlanken Frauen? Wenn ihr die vögelt, habt ihr das Gefühl, ihr vögelt eine Hundehütte in jeder Ecke in Knochen. Das muss doch nicht sein. Das geht von meiner Zeit ab. Wenn die nach einem Sex einen Himbeersaft trinken, sieht die aus wie ein Fieberthermometer. Und wenn man da einen Schwangerschaftstest machen will, hält man die gegen das Licht, dann sieht man, was es wird. Das ist doch furchtbar. Und was hat das zur Folge? Ich kriege zu Weihnachten eine Heidi Klum Barbie-Puppe. Nach dem Motto, der Schwuchtel schenkt mir mal eine Barbie-Puppe, da freut die sich. Es gab eine spontane Erfrischung, ein paar aufs Maul. Eine Heidi Klum Barbie, was soll ich mit einer Heidi Klum Barbie-Puppe? Ich habe ihr den Kopf abgeknickt, damit kommst du im Klo, wunderbar unter den Rand, super. Nächstes Jahr verschenke ich die weiter als Naomi Campbell. Aber dann geht ja das, geht's ja wieder weiter. Dann wird wieder gesagt, darüber darf man nicht reden, nicht? Das Weiße Haus wird schwarz gestrichen, jetzt kriegt auch einen neuen Namen, Onkel Toms Hütte oder Onkel Toms Barack. Ich bin eben kein Amerika-Freund, das ist halt so. Nicht alles, was aus Amerika kommt, ist gut, das Rauchverbot, nicht? Wir Deutschen malen uns gelbe Zonen auf dem Bahnsteig, an ein und derselben Luft. Also hier darfst du rauchen, hier aber nicht. Hier, ja. Hier, nein. So vielleicht, nein! Völlig bescheuert. Ein Osnabrücker Unternehmer hat ein Mittel gegen Zugunglücke erfunden. Die lassen die Züge stehen und bewegen die Bahnhöfe. Praktisch. Da setze ich mich in die gelbe Zone und fahre von Stadt zu Stadt. Mein Hobby im Sommer war, ich bin wirklich von einem Straßencafé zum anderen gelaufen, habe die Leute gefragt, rauchen Sie? Und wenn die gesagt haben, nein, habe ich gesagt, gehen Sie bitte rein. Sie haben jahrelang für rauchfreie Räume gekämpft, jetzt nutzen Sie die auch. Das ist das Nichtraucherschutzgesetz. Echt?
Das Nichtraucherschutzgesetz ist nichts anderes wie die Fortführung des Vegetarismus. Ich hasse Vegetarier. Das sind so Menschen, die fressen sich ein Leben lang beim Nachbarn durch die Hecke. Das ist furchtbar. Man darf da nicht drüber nachdenken. Alles, was aus diesem Land kommt, soll gut sein. Aber ich mache mir das Leben schön. Ich habe es immer schon getan. Schon in der Schule saß ich ganz hinten. Der Lehrer kam rein. Okay, wer hat gestern bei uns im Garten Äpfel geklaut? Sag, hier ist ganz schlechte Akustik. Was meinst du, warum ich hier sitze? Das glaube ich nicht. Sag, gehen Sie mal nach hinten. Ich gehe nach vorne. Ich stand vorne. Wer hat gestern bei der Nachhilfestunde meine Schwester gebumst? Komisch, man hört hier wirklich nichts. So ist es richtig. Und dann kommen immer diese Moralapostel, die einem dann die Welt erklären wollen. So sagen so, Alkohol löst keine Probleme. Nee, Milch aber auch nicht. Das ist ja so ein Ding. Ne? Ja, ich kann auch lustig sein, ohne Alkohol zu trinken. Ja, ich kann auch Sportschau gucken ohne Beine, aber macht Sinn. Es ist immer das Ding. Ja, das Leben geht so schnell vorbei und wir verschwenden das Leben, indem wir... Es gibt Menschen, die tun alles. Es gibt Frauen, die saufen Möbelpolitur, weil sie schön sein wollen. Ne? Ja, weil da Silikon drin. Das ist furchtbar. Schönheit ist vergänglich und wenn man gar nicht erst anfängt, schön zu sein, ärgert man sich auch nicht, wenn die vergangen ist. Es nützt nichts, wenn das Leben weg ist. Du bist ruckzuck, bist du tot und ist alles vorbei. Das Beste ist, man macht sich die schlimmste Situation, die ich hatte, hat mir mein Humor geholfen, hilft mir immer. Ich bin im Knast gewesen. Also okay, ich bin gefahren mit Alkohol, das soll man nicht tun, nicht? Naja, und deshalb haben die mich in den Knast gepackt, das war nicht einfach. Ich war in diesem Knast und ich stand unter der Dusche, das heißt, ich war mehr oder weniger unterwegs, damit ich nass werde. Und dann kam so ein Riesenschrank, der stand neben mir. Ey. Was denn? Du bist jetzt meine Freundin. Kannst dir aussuchen, mit Spucke oder ohne. Also dann hätte ich gerne Spucke. Hey Spucke, du bist dabei, kannst mitmachen. So kann es gehen. In diesem Sinne, Dankeschön. Tschüss. Hey, Ray!